Das Stadtteilfest Unterrepublik Neustadt ist europaweit bekannt und wird doch manchmal stiefmütterlich von der Stadtverwaltung behandelt. Nach Versuchen der Schwafelrunde, die Stadt zu unterstützen, gibt es nun das BRM-Büro, was gute Arbeit leistet. Dennoch gibt es immer wieder Schwierigkeiten beim Amt, Anmeldungen frühzeitig zu bescheiden oder es kommt zu Unmut der Veranstaltenden durch das Sicherheitskonzept. Wo seht ihr die Zukunft der Bundesrepublik Neustadt? Wir fangen an mit der Linken. Also ich hatte mir da auch schon mal Gedanken gemacht. Ich bin ja auch der Vorsitzende der Scheune. Wir haben also mit der BRM doch einiges zu tun. Und das, was jetzt auf den Weg gebracht wurde, ist ja schon mal sehr gut im Inselkonzept. Also Sammelanmeldungen, die für alle also einfacher zu handeln sind. Dazu wollen wir unbedingt ein Pfandkonzept. Das ist sozusagen eins der großen Ziele, die Müllreduktion auf dem Fest. Und das ein bisschen ins Verträgliche, wieder ins stark Nachbarschaftliche rüberführen. Durch verschiedene Konzepte zum Beispiel, die BRM auch zu einem Straßenkunstfestival etwas weiter zu entwickeln, wo vor allen Dingen regionale Künstlerinnen und Künstler Unterstützung finden und Auftrittsmöglichkeiten. Die Sache mit der Stadtverwaltung würde ich am liebsten mit einer Satzung regeln, mit einer BRM-Satzung, mit der man all diese speziellen Fragen, die die BRM angeht, sehr neustädtisch dann regeln kann. Gut, dann geht es weiter mit der Grünen Partei in Ja, das ist jetzt für mich ein Heimspiel, BRM-Büro, das leite ich. Und ich stehe da natürlich für genau diese Konstruktion der BRM, sprich die BRM wird von uns gemacht und dafür ist die derzeitige sagen wir mal, Lösung, dass wir in der Kooperation mit der Stadtverwaltung zusammenarbeiten, die einzig für mich machbare Lösung, weil das die Basis bietet, dass wir tatsächlich alle zum Zuge kommen. Wenn wir jetzt die BRM aus der Hand geben, an eine Agentur geben, dann wäre es nicht mehr unsere BRM. Und tatsächlich müssen wir mit der Stadtverwaltung einen Kompromiss finden und wir müssen sie ins Boot holen. Und das ist eine große Arbeit und da ist die Satzung, der Satzungsvorschlag ein guter Ansatz und den unterstützen wir daher mit groß. Weiter geht's mit der CDU. Was Ola gerade schon gesagt hat in die Richtung, ich weiß nicht, aus welchem Mund es damals kam, eine Schwafelrunde, aber auf jeden Fall ist die BRM halt ein bisschen Opfer ihres eigenen Erfolgs, dass einfach zu viele Leute Bock drauf haben. Aber jetzt auch mit dem BRM-Büro, das fand ich gar nicht so cool, weil den Charakter der BRM ja auch ausgemacht hat, weil das ist aus dem Viertel organisiert worden von der Schwafelrunde. Wenn man das jetzt weiterdenkt mit BRM-Büro, dann kann man das nachher auf Zastro und Zastro oder Schröder-Event ausrichten lassen. Dann hat man Radeberger Stand an Radeberger Stand und das ist, glaube ich, dem ursprünglichen Gedanken nicht mehr so nahe. Daher gerne wieder weiter zurück in Bürgerhand und genau, und halt auch schauen, dass man das entsprechend weniger mit Müll und Lautstärke und entsprechend vertragen kann, sondern wirklich wieder dieses Kleinkunstfestival, was es mal war, und dementsprechend ein bisschen BRM rückbauen. Dann geht's weiter mit dir, ja. Als Veranstalter und Musiker auf der BRM muss ich sagen, das ist ein geniales Stadtteilfest, weil es so dezentral organisiert ist. Man hat auch viele Möglichkeiten zu spielen, auch als junge Bands. Es ist einfach auch eine Förderung von jungen Bands, die sich da einfach mal hinstellen können und spielen können. Insofern ist es immer wieder hässlich und schwierig, wenn die Stadt dort mit dem Bescheiden, dass man dort was machen kann, so spät nachkommt, wenn man dann nicht planen kann. Man hat schon Bands eingeladen, dann geht das alles doch nicht. Insofern freue ich mich da voll dem, was Magnus und Ulla sagen, dass die BRM-Satzung, die Stadtsatzung, die das Ganze regelt, der beste Weg ist, auf jeden Fall kein Gesamtveranstalter, sonst wird es halt fast eine Sache oder wer auch immer oder Schröder oder noch irgendjemand anderes. Ich bin dafür, lasst die BRM das, was sie mal war, nämlich autonomen, anarchistischen Bund. Kotter von der CDU. Muss es gleich eine Satzung haben? Also das ist doch wieder so der Punkt, hast du wieder ist in etwas reingegossen oder so, was wieder größer wird, als es irgendwie sein sollte oder was auch immer. Muss man das immer gleich als Gesetz mitregeln? Da gibt es doch ganz andere Möglichkeiten, das irgendwie vernünftig zu regeln. Weil natürlich, die Stadt lässt sich da noch ein bisschen Zeit und mit den Genehmigungen, das ist alles sehr in Ordnung. Aber ich denke, die Stadt hat da in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass an sich ein Interesse mit da ist, auch viele entgegenkommen, die mit dabei waren. Und ich denke, da kann man das auch weiter konstruktiv mit regeln. Und ich meine, ihr seid doch an sich auch eine gute Runde, die da entsprechend auch Lust hat, das hinzubekommen. Und deshalb wäre mein Vorschlag da entsprechend, das ohne Satzung zu regeln. Ich, ja, unter der Runde.
Okay, dann noch den Konzer. Tatsächlich ist das Problem größer, das haben wir auch bei der Straßenmusik gesehen. Die Sondernutzungssatzung ist nicht dafür ausgelegt, Straßenfeste oder Straßenkunst- oder Straßenfestivals auszulegen. Insofern braucht es natürlich etwas, was bei der Straßenmusik dann bei der Straßenkunst passiert ist. Nachdem man gemerkt hat, Sondernutzungssatzung funktioniert nicht, machen wir eine extra Straßenkunstsatzung. Die ist zwar beschissen, aber war mal besser, ist egal, es gibt zumindest eine extra Satzung, an der man sich aufhängen und weiterarbeiten kann. Die Sondernutzungssatzung kannst du jetzt nicht verändern, wenn die BRN irgendwie anders wird. Das heißt, es ist eine eigene Satzung neben der Sondernutzungssatzung, die BRN-Satzung, die ja dann diese auch ablöst. Das ist ja nicht mehr Aufwand, sondern das, was das ersetzt, ist deswegen unheimlich sinnvoll und auch notwendig. Weil sonst gibt es immer wieder Querelen. Im Amt wechselt mal was, da ist der Ansprechpartner weg. Dann funktioniert irgendwas nicht. Deswegen, ja, unbedingt eine eigene BRN-Satzung. Und es gibt noch eine ganz andere Lösung, aber mit der ist bisher keiner um die Ecke. Gut, dann sind jetzt die drei Bürgerkammern nicht noch jemanden auf den Kopf schmeißt. Die Idee mit der Satzung finde ich auch gut. Ich denke auch, dass die BRN auf einem guten Weg ist. Also ich kenne die BRN ja auch noch, bin ja hier aufgewachsen, wie sie früher war. Mittlerweile war es dann oft so, dass man eher an die Ränder musste der BRN, um dieses Feeling wieder zu haben, dass es tatsächlich von Anwohnern gemacht wurde und eben nicht irgendwie von Großveranstaltern. Deswegen denke ich, dass so ein Rahmen, den man sich gibt, vielleicht auch sozusagen dem widerspiegelt, was die BRN ist, die mal gesagt hat, wir sind hier unabhängiges Viertel und wir geben uns halt dafür eine Satzung, eine gute Idee ist. Und genau, das Inselkonzept ist tatsächlich auch ein Punkt, wie man das wieder mehr in Bürgerhand bringen kann. Gut, dann geht es weiter mit den Freien Demokraten. Ich bin BRN-Fan, ich bin Fan der Insellösung und ich bin Fan davon, dass es sozusagen hier dezentral von den Anwohnern, also von uns sozusagen hier organisiert wird. Und ich bin da auch gar, ich bin auf jeden Fall auch dafür da, dass man die Kommunikation zwischen Stadtverwaltung und den und der Organisation auf jeden Fall verbessern muss. Und ich biete hiermit offiziell an, ein Statement von der Agentur Zastro einzuholen, dass diese kein Interesse daran haben, die BRN auszurichten. Ihr dürft mir gerne auf Facebook entsprechend folgen. Also ich finde, wenn man sich die Geschichte der BRN der letzten 20, 25 Jahre anschaut, sind wir auf einem Punkt, der total gut ist. Und da finde ich auch das Urteil zur Stadtverwaltung, dass sie die BRN stiefmütterlich behandelt, ein wenig zu hart, weil Verwaltungen ganz anders ticken als Stadtteilfeste und die Leute, die sie ausrichten. Und im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren ist das, glaube ich, eine Riesenleistung, die hier aus der Neustadt heraus erbracht worden ist, der Verwaltung klarzumachen, was ist das eigentlich, was hier stattfindet und was wir hier wollen. Stichwort Inselkonzept, Stichwort Zusammenarbeit. Ich glaube, dass so eine Satzung vor allem auch der Verwaltung helfen kann, was zu haben, wie der Jan sagte, woran man sich festhalten kann, weil das brauchen Verwaltungen und das sind zurzeit ungeeignete rechtliche Instrumente. Insofern, BRN ist auf einem, finde ich, sehr guten Weg. Gut, und als letztes die Partei. Ich bin dafür, dass Zastro und Zastro das Ganze organisiert, bis die Satzung da ist, die es ermöglicht, dass die Anwohner keine Anträge mehr stellen müssen. So, alles klar.